Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Wii. Wir machen jetzt mit dem letzten Grand Prix weiter. Da gehe ich erstmal hin. Jedoch machen wir in dieser Aufnahmesession nicht sofort alle 8 Cups, weil wir einfach auch schon relativ spät haben. Ich habe auch im Moment ein bisschen weniger Zeit zum Aufnehmen. Ich hatte es ja in der Kanaldiskussion schon geschrieben. Also falls keiner gelesen hat, könnt ihr da mal gerne reinschauen. Ja, das macht Bike. Deswegen werde ich jetzt einfach nur die ersten 4 Cups machen. Weil die müssten eigentlich relativ schnell gehen. Also hier die wieder in der gewohnten Reihenfolge natürlich. Und ja, gut, die Strecken kennt ihr ja, deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen was nebenbei weiterlabern. Gut, Spiegel Cup habe ich schon mal gesagt, dass ich den nicht so gut drauf habe. Weil man den halt einfach auch nicht so oft fährt. Aber naja, wird schon schief gehen. Ach, verdammt. So, so. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, ja, mein Masterstudiengang hat halt angefangen und deswegen habe ich halt nicht so viel Zeit, so viele Parts aufzunehmen. Und einer hatte geschrieben, warum ich auch immer nur von einem Projekt hochlade. Ja, das ist halt einer der Gründe, weil ich einfach keine Zeit habe für 2 Projekte. Aber ich habe mir mal überlegt, wie ich es vielleicht doch hinkriegen könnte, mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen zu haben. Jedoch würde das bedeuten, dass ich dann von jedem Projekt nur ein Video pro Tag freischalten würde. Also ich kann es ja mal ausprobieren, wenn es halt in Ordnung ist, dass ihr halt pro Projekt nur immer ein Video am Tag bekommt. Ich sag mal so 6 Uhr oder so würde ich es freischalten. Je nachdem. Dann müsste ich es eigentlich hinbekommen, mehrere Projekte. Also ich kann es ja mal ausprobieren. Und dann werden wir mal sehen, ob es so besser klappt oder nicht. Ja, es ist echt extrem ungewohnt, alles auf einmal spiegelverkehrt zu fahren. Ich hasse diesen Cut immer. Habe ich schon in jedem Mario Kart gehabt. Außer ich glaube beim allerersten, da gab es diesen Spiegelcut, der glaube ich gar nicht. Weil man es einfach nicht gewohnt ist, die Kurven dann alle einfach komplett umgekehrt zu fahren. Aber ich meine, solange nicht 10.000 Stachelpanzer auf mich zukommen, müsste das eigentlich ganz gut klappen. Und ich nicht schon wieder den Cup neu fahren muss. Da ist auch immer diese Baby Daisy und Baby Peach immer hinter mir sind. Direkt. Ist ja nicht mehr. Oh, na, das wollte ich eigentlich nicht. Oh. Nein! Oh. Ah, verdammt. Ja, da war schon das Beispiel, wo ich eigentlich nach links fahren wollte, obwohl die Kurve natürlich jetzt im Spiegelmodus rechts hergeht. Verdammt, das war jetzt zu früh nach rechts gelenkt. Das sollte man natürlich dann auch nicht machen. Das reicht nicht. So, diesmal denke ich an den doppelten Turbo rausholen. Nicht irgendwo gegenfahren. Also geht doch. Wenn die KI jetzt bei den anderen Strecken auch so friedlich ist und Cups, dann dürfte das ganz schnell gehen. Oh, jetzt muss ich echt drauf achten, die richtigen Pilze zu benutzen. Ach,
vorbei. Na, das war zu... Da, das meinte ich. Ich war jetzt gerade irgendwie total verwundert, warum ich denn da gerade ausfahren sollte. Go, 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 go! Och, gibt's doch nicht. Aha. Mein Gott, so lang hier auf so einen normalen Streckenabschnitt und nicht auf so einen Pilz drauf. Bei meinem Glück wäre ich bestimmt nicht wieder runtergeflogen. Ah, verdammt, der Sprung war zu hoch. Ach, schon wieder. Fast sogar an derselben Stelle. Oh, okay. Da hat aber jemand perfekt eine Banane gelegt. Ja, das war ein ziemlich gut gesprungen. Soweit. Merkwürdig. Jetzt beim Spielmodus sind sie alle friedlich. Hauptsache, ich stehe auch gerade selbst auf dem Bike. Das Mi ist falsch rum spiegelverkehrt geschrieben. Echt cool. So, was kommt jetzt? Toad, genau. Ja, und was einer meiner nächsten Projekte wird, also zum einen natürlich kooperativ Super Smash Bros. Brawl mit dem Chris. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal gesagt. Und ich habe jetzt gesehen, dass 26. April, glaube ich, ist es, Yoshi's Island rauskommt für die Virtual Console. Also die GBA-Version, nicht die SNES-Version. Und ich liebe dieses Spiel einfach. Also ich denke mal sehr stark, dass ich dann davon auch ein Let's Play machen werde. Wo fahre ich jetzt hier? Also damit ihr schon mal ungefähr wisst, was sonst noch alles kommen kann, kommen wird. Nein. Ach so, natürlich, jetzt kommt er. Ach, das krieg ich noch. Die ist doch noch scheiße schnell, dafür, dass sie leicht ist. Wow, wie schnell sie alle an mir vorbeigefahren sind. Komm, die letzte Strecke wird ja wohl noch halt das erste schaffen. Ich hab's mir schon fast gedacht. Wow, da hatte ich aber noch richtig Schwein. Ha! Ja, schießt euch alle gegenseitig ab, ist doch super. Na, jetzt müsste eigentlich der Wechsel stattfinden. Oh, genau im richtigen Moment. Da weggekommen. So, die sind alle hinter mir. Das ist an der Stelle ist eine dumme Idee, einen Stunt zu machen. So, jetzt kann aber
eigentlich nichts mehr passieren. Ich frage mich, wer war das denn? Donkey Kong? Okay, wo auch immer der auf einmal herkam. Ja, weit in Führung. Ach ja, das ist auch alles spiegelverkehrt. Yeah, 2 Sterne.